Artikelnummer SCP-095. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Außerhalb von Untersuchungen und sonstigen Forschungsarbeiten wird SCP-095 in einer Standard-Polyethylenhülle verpackt und in einem verschlossenen Aktenschrank gelagert, um Schäden oder sonstigen Verschleiß zu vermeiden. Hochauflösende digitale Scans sind für alle Mitarbeiter der Freigabestufe 1 oder höher verfügbar. Beschreibung: Bei SCP-095 handelt es sich scheinbar um einen Satz von drei etwas gealterten schwarz-weißen Comicheften, die 1932 gedruckt worden sind. Der vordere und hintere Umschlag fehlt und mehrere Seiten sind aufgrund von Wasserschäden unleserlich. Agent entdeckte die Objekte in einem kleinen Antiquitätenladen in Denver, Colorado und erwarb sie gegen eine geringe Gebühr ohne Zwischenfälle. Der Besitzer des Ladens hatte die Hefte offenbar nicht über die erste Seite hinaus gelesen. Forensische Untersuchungen von SCP-095 haben ergeben, dass es sich nicht um eine Fälschung handelt und abgesehen vom Inhalt völlig unauffällig ist. Es ist auf billigem Papier gedruckt und mit Farbstoffen gefärbt, die für andere Publikationen seiner Zeit üblich sind. Der Stempel des Verlags weist darauf hin, dass es von Future Funnies, einem Unternehmen, das von der Stadt Purple Lake, Ohio aus operiert, hergestellt wurde. Alle bisherigen Recherchen und Untersuchungen haben ergeben, dass sowohl die Firma als auch die Stadt nicht existieren. Bei dem Comic selbst handelt es sich um eine billige Science-Fiction-Geschichte mit dem Titel Die atomaren Abenteuer von Ronnie Reagan und einer Hauptfigur, die eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ronald Reagan, aufweist. Jede Geschichte beginnt mit einer großen Tafel, auf der es heißt, Zitat: In der weit entfernten Zukunftswelt der 1980er Jahre kann nur Ronnie Reagan die Welt retten. Die Hefte scheinen einem episodischen Format zu folgen, mit einer in sich geschlossenen Geschichte pro Ausgabe. Die drei Geschichten im Besitz der Foundation werden im Folgenden kurz zusammengefasst. Ronnie gegen Weltraumadmiral Carter. In dieser Geschichte treten der planetarische Gouverneur Ronnie Reagan und sein Kumpel Space Major Hubert gegen Weltraumadmiral Carter im Wettstreit um den Posten des Weltraummarschalls an. Die Ereignisse in dieser Geschichte folgen lose der Präsidentschaftswahl von 1980. Weltraumattentäter. Diese Geschichte folgt einer Figur namens Raumfahrer Hinckley, der sich auf die Ermordung des Weltraummarschalls Reagan vorbereitet. Es gelingt ihm, Reagan zu überraschen und ihn mit seinem Verwüstungsstrahl zu verwunden, bevor er von den Soldaten von Reagan überwältigt wird. Die Ereignisse beziehen sich offensichtlich auf das Attentat von John Hinckley Jr. aus dem Jahr 1981. Dschungelplanet. Diese Geschichte folgt den Versuchen von Reagan, eine Armee von Robotern auf dem Dschungelplaneten Nika zu erschaffen, um ihn vor den bösen Sandbanditen zu beschützen. Obwohl Reagan gesagt wird, dass er sein Kommando verliert, wenn er die Ereignisse auf dem Planeten Nika stört, schickt er seinen Leutnant Weltraumcolonel West, um heimlich eine Armee im Schutze des Dschungels aufzubauen. Als ihr Plan entdeckt wird, nimmt Weltraumcolonel West öffentlich die Schuld auf sich und rettet seinen Vorgesetzten. Die Handlung scheint eine vereinfachte Nacherzählung der Iran-Contra-Kontroversen von 1986 zu sein. Am interessantesten ist vielleicht die letzte Seite jedes Heftes, auf der andere von Future Funnies veröffentlichte Geschichten beworben werden. Gegenwärtig wird untersucht, ob etwaige Exemplare dieser Publikation gefunden werden können. Die beworbenen Geschichten sind im Folgenden aufgelistet. Weltraummajor Hubert übernimmt das Kommando. Starman Willy gegen den Weltraum-Succubus. Der heimliche Angriff des Weltenwanderers. Barry Beetlejuice auf dem Planeten Afgar. Diamond Donnie wirft sich in Schale. Die frigide Sky Sarah aus der Eiswelt. Flying Franken gegen Rocket Rush. Sternenkommando Proton in einer verlorenen Schlacht. Die neue Bedrohung. Tod der Menschheit. Persönliches Logbuch von Dr. Datum 10. Juni 2004. Ich denke nicht, dass ich betonen muss, wie wichtig es ist, alle und jede einzelne der beworbenen Geschichten sofort zu finden, insbesondere die letzten beiden.